Hallo, hier ist euer Silberfuchs und ich zeige euch heute einen weiteren Jahrgang der 10 € Silber-Gedenkmünzen, die von 2002, von der Euro-Einführung bis 2010 jährlich ausgegeben wurden. Jeweils 5 bis 6 Exemplare, also Motive jährlich. Hier seht ihr nun den dritten Jahrgang, 2004. Mit diesem Jahrgang wurde ein neues Design eingeführt für diese Sets, die die Deutsche Bundesbank herausgegeben hat. Und dieses Design, das wurde seitdem weitgehend in dieser Form dann beibehalten. Also, ihr seht hier außen auf dem Pappschuber die verschiedenen Motive, die dieses Jahr herausgekommen sind. Die FIFA-Fußball-WM 2006, da wurde von 2003 bis 2006 jeweils ein Motiv zusätzlich zu den anderen herausgegeben. Und als nächstes Bauhaus Dessau, die Erweiterung der Europäischen Union, Nationalpark Wattenmeer, der 200. Geburtstag des Dichters Eduard Mörike, und Columbus, Europas Labor für die internationale Raumstation ISS. Ich mache den Schuber auf. Auf der Innenseite das Design, das ist praktisch identisch. Auch die Rückseite, wo die Informationen für die Münze drauf sind, da sieht man dann Nennwert 10 €, 9,25er Sterling-Silber. Das Raugewicht ist 18 Gramm, das ergibt ein Feingewicht von 16,65 Gramm. Eine gute halbe Unze ist in jeder Münze enthalten. Der Durchmesser 32,5 und die Prägequalität, die ist hier Spiegelglanz. Von jedem Motiv wurden verschiedene Qualitäten herausgegeben, und zwar Stempelglanz und die polierte Platte, die auf Deutsch Spiegelglanz oder Proof auf Englisch genannt wird. Der Silberpreis im Jahr 2004, der lag am Anfang etwa bei 4,75 und gegen Ende des Jahres um die 5 €. Der ist also mit den verschiedenen Schwankungen, die halt für Silber typisch sind, ist, um diesen Wert herum gependelt. Knapp unter 5 € bis etwa 5 €. So, dann mache ich jetzt mal weiter und zeige euch die einzelnen Motive. Wie immer hat man hier so eine Plastikschutzhülle und man hat Zusatzinformationen zu den einzelnen Motiven. Also es ist relativ hochwertig gearbeitet, diese Sets. Natürlich die Prägequalität ist auch toll von den verschiedenen Münzen. Die Erhaltung, die ist sehr gut in dieser Form, die sind in eine Folie eingeschweißt. Und man hat eben diese Zusatzinformationen. Ich zeige euch jetzt die einzelnen Münzen genauer. So, dann beginnen wir hier. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die in Deutschland abgehalten wurde. Dann das Bauhaus Dessau. Ihr seht auch immer um den Münzrand herum, das ist die Randeinschrift, die noch zusätzlich aufgedruckt wurde, weil man die natürlich nicht so schön in diesem eingeschweißten Zustand ablesen kann. Das ist die EU-Erweiterung. Dann haben wir weiter unten Nationalpark Wattenmeer. Das ist der 200. Geburtstag des Dichters Mörike. Und zuletzt, auch relativ schön gelungen, das Modul Columbus für die ISS, die natürlich zufällig gerade über Europa kreist, wie man im Hintergrund sieht, die Erde darunter. Also relativ hübsch gemacht, die Motive, muss ich sagen. Ich zeige euch auch noch die Rückseite, weil die Wertseite mit dem Adler wurde ja jeweils immer in einer Art passendem Design gemacht. So, ich hoffe, man kann das halbwegs sehen jetzt. Auch hier sieht man wieder die Randschrift.
So, entschuldigt bitte den Fokus. Die Kameraführung heute nicht meine beste Arbeit. Ich hoffe, man kann es trotzdem schön sehen. Das ist die Wertseite der Fußball-WM. Dann haben wir Bauhaus Dessau. Dort ist die EU-Erweiterung. Das ist Columbus. Jetzt bin ich außerhalb der Reihenfolge. Ich merke es gerade. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da ist Mörike. Und das ist Nationalpark Wattenmeer. Also wie ihr seht, relativ gelungen der Jahrgang, möchte ich sagen. Ich zeige euch nochmal die Motivseiten. Ich sage euch auch noch die Auflagen, die in diesem Jahr rauskamen. Und zwar für die Fußball-WM wurden in Stempelglanz die normale Version, die man bei der Bank bekommen hat, 4 Millionen aufgelegt und polierte Platte 400.000. Und die fünf anderen Motive wurden einheitlich mit Stempelglanz 1.800.000 Mal und polierte Platte lediglich 300.000 Mal aufgelegt. So. Ich denke mal, das sind jetzt die wichtigsten Informationen, die ihr braucht zu diesem Jahrgang. Man bekommt die Münzen immer noch in Stempelglanz relativ unproblematisch bei vielen Händlern. Da ist natürlich der Stop-Loss von 10 Euro eingebaut und der Silberwert. Also als Anlage, als sogenanntes Angsthasensilber, der Ausdruck gefällt mir nicht, aber wird halt gern verwendet, ist es halt immer noch eine relativ gute Variante zu den normalen Feinsilbermünzen. So, das war's von mir, euer Silberfuchs.